Alexander Freigang, Spielerbetreuer vom 1. CFR Pforzheim. Alexander, wie wichtig war jetzt dieser Sieg? Es war natürlich wahnsinnig wichtig, unser Sieg. Wir hatten die letzte Woche sehr viele Fehler drin. Jetzt mal wieder zweimal an die Latte geschossen, danach machen wir das Tor. Das war einfach für die Moral wichtig, mal einen Dreier einzufahren. Jetzt kann man mal durchatmen und die nächste Woche angehen. Wie hoch war die Anspannung während dem Spiel? Ich meine, es stand ja lange Zeit 0-0 und es sind, ja, vor allem kurz vor dem Tor ist ja so eine Ping-Pong-Riesenchance nicht reingegangen. Was geht da in einem vor? Also je länger das Spiel geht und es 0-0 steht, ist halt die Anspannung riesengroß. Wir haben gewusst, wir müssen heute unbedingt einen Dreier einfahren, um mal Entspannung in der Lage zu bekommen für die Mannschaft, für alles drumherum. Und da war es wichtig und selbst nach der Führung haben wir zum Schluss nochmal einen Pfosten Gegentreffer bekommen und sind einfach jetzt glücklich, das Spiel gewonnen zu haben. Ich denke, vom Spielverlauf her war es definitiv so, dass wir gerecht das Spiel gewonnen haben. Und ja, jetzt sind wir glücklich und gehen die nächste Woche an. Über weite Strecken doch die stärkere Mannschaft gewesen, meiner Meinung nach. Wie konnte man diese Überlegenheit heute auf den Platz bringen? Ja, also wir haben versucht, Disziplin zu halten, auch versucht, jetzt nicht in übermäßig Hektik zu verfallen, ruhig zu bleiben, unsere Chance rauszuspielen. Wir hatten am ganzen Anfang zwei, drei richtig gute Chancen, sind nicht reingegangen und da muss man einfach geduldig bleiben und darf nicht zu schnell aufmachen, dass man nicht einen Konter fahren. Für uns war es auf jeden Fall auch wichtig, zu null zu spielen. Es hat eigentlich alles funktioniert, das Tor vielleicht ein bisschen spät und zum Schluss dann doch noch ein bisschen Quäntchen Glück gehabt. Wie viel Druck ist jetzt entwichen und für wie lange reicht diese Druckentweichung? Ja, also um den Druck ganz entweichen zu können, müssen wir einfach zwei, drei Spiele mal hintereinander wieder ins gesicherte Mittelfeld zu kommen, sodass wir ganz in Ruhe auch vom Umfeld her mit der Mannschaft arbeiten können. Ich hoffe, das gelingt uns alle zusammen und wir werden alles Mögliche tun, um mal Ruhe reinzubringen und dann von Spiel zu Spiel weiterdenken zu können. Der nächste Gegner ist dann bei einem Heimspiel der SSV Reutlingen. Wie wird man versuchen, dieses Spiel und diesen Gegner zu meistern? Ja, es ist natürlich so, dass spiele drei Spieler mit, die letztes Jahr bei uns gespielt haben. Wird interessante Begegnung. Auch mal wiedersehen. Wir müssen jetzt natürlich versuchen, zu Hause nachzulegen, auch unseren Zuschauern mal wieder ein gutes Spiel zu zeigen, unseren Zuschauern zu Hause auch mal einen Sieg zu zeigen. Und klar wird das ein schweres Spiel, das wird ein ganz anderes Spiel. Wir werden aber weiter versuchen, geduldig zu bleiben und werden dann versuche dann nächste Woche mit Reutlingen gleichzuziehen, punktemäßig. Alexander, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche euch viel Erfolg. Vielen Dank, ebenso. Dankeschön.